Die meisten Babys entstehen ungeplant. Ich nicht. Ich wurde künstlich erschaffen. Geboren, um das Leben meiner Schwester zu retten. Ein krankes Kind zu haben, ist eine Vollzeitbeschäftigung. Natürlich genießen wir trotzdem das normale Glück des Familienlebens. Großes Haus, tolle Kinder. Willst du unsere Nummer hören? Welche Nummer? Hey Baby, was ist dein Sternzeichen? Krebs. Du bist Krebs? Nein, ich bin Löwe. Aber ich hab Krebs. Aber hinter der Fassade gibt es Risse. Probleme, die das Fundament unseres Lebens bedrohen. Oh, Wahnsinn, Sie sind es wirklich. Ich bin Campbell Alexander. Was kann ich für Sie tun? Du hast meine Werbespots gesehen. Deswegen bin ich hier. Meine Schwester leidet schon seit Monaten an Nierenversagen. Du sollst ihr eine Niere spenden? Ich will mein Recht auf meinen Körper bei meinen Eltern einklagen. Würdest du das bitte wiederholen? Was soll denn das? Anna, du verklagst uns? Ich will das nicht mehr machen, Mom. Das ist mein Körper. Ich möchte selbst entscheiden, was ich damit tun will. Wir tragen die Verantwortung seit dem Augenblick, als wir uns für eine künstliche Zeugung entschieden haben. Es ist gegen ihren Willen. Also, wie soll das funktionieren? Wir haben uns gegen die Natur gestellt. Wir haben sie gezwungen, ihrer Schwester zu helfen. Ich bin Taylor. Vielleicht können wir ja mal was zusammen unternehmen. Klar. Es macht mir nichts, dass meine Krankheit mich zerstört. Aber sie zerstört auch meine Familie. Warum ist sie nicht im Krankenhaus? Wir fahren zum Strand. Wenn du das machst, wirst du sie das umbringen. Sie wird sterben. Nein, das ist ich nicht. Du solltest besser mitkommen. Wenn nicht, dann lass ich mich scheiden. Aber irgendwie werden die Dinge, die uns auseinandergebracht haben... Anna will das nicht mehr machen. Ich glaube dir nicht. Du verheimlichst etwas, Anna. Los, sag es ihnen. Uns wieder zusammenbringen. Auf eine Art, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Sehe ich hübsch aus, Dad? Ja. Ich werde sie nicht sterben lassen. Ich kann es nicht. Wichtig ist, dass du weißt, dass du nie aufgegeben hast. Früher oder später muss man loslassen. Ich komm schon klar. Tut mir leid, dass dir so wehgetan wurde. Weißt du, wie tapfer du bist?